Du bist aus der Übung, stimmt's? Ja, ja. Schaut sich so selten im Fernsehen. So, also da ist die Tabra Höhle. Und schließlich und endlich wird es da zu einem ganz engen Schluf. Da hast du diese Murztrom-Wand, wo wir vorher drunten gestanden sind. Ein epischer Sonnenuntergang in einer ganz einer grandiosen Bergstimmung. Hallo und Grüße vom Parkplatz in Tiefenbach beim Anstieg zur Gauermannhütte. Ich bin Flatt dabei und heute geht's nach wohin, Uwe? Auf den Plattenstein zur Gauermannhütte. Man hätte es nicht gedacht. Und wieder mit dabei ist ein Asrael, der natürlich noch immer nicht zu hören reden kann. Nein, ich hab das verlernt. Tja, schade, ne? Das muss man erst langsam wieder an diesen ganzen Ruhm heranführen. Gut. Ja, bevor der zu Kopf steigt, nehme ich gleich mit, weil sonst wird es womöglich dann wirklich kritisch. Wir haben Murztrom-Eschen da, erstaunliche Dinger. Und? Gut, bei Gott. Da sicher, da rauf. Das fängt schon gut an. Das ist super. Wo ich gestanden bin, ist tatsächlich ein offizieller Parkplatz, der ist nämlich als Parkplatz da auf der Markierung. Das ist da, wie ich gedacht, dass man da beim Anstieg zur Gauermannhütte parken kann. Ja, da hat sich offensichtlich eine Wurzel nochmal umentschieden. Ne? Hat dann eine sehr interessante Wuchsform ausgebildet. Der Trend zum Zweitstamm ist unübersehbar. Ja, es ist da im Anstieg schon wunderhübsch. Ja, wir sind wieder mal von der Abentour unterwegs und kommen da zu den ersten Wegweisern. Da steht jetzt Gauermannhütte nach links angeschrieben. In ein, drei Viertelstunden, das machen wir aber nicht, sondern wir gehen die Gauermannhütte über den Wurzelsteig. Wir dürfen über diese zweifelhafte Konstruktion da drüber und da bei dieser Kuhsperre eine gibt ja keine Kuh. Wie fällt nicht? Naja, du hast vielleicht einmal gefressen wie eine Kuh, aber das ist nicht was anderes. Ja, wie zum Einbeißen, gell? Vielleicht ist doch eine Kuh an dir verloren gegangen. Dieser Lerche da und auch da vorne, ne? Sagt er uns nach rechts. Schau, Hexenring. Ja. Schau, ein Gehöft und ein kleines Kapellchen, oder? Ja, nach allen Seiten eine schöne Aussicht. Gar nicht so schlecht für so eine Abendtour, gell? Bei den braven Kühe gab es eine Möglichkeit links aufzusteigen oder eben nach rechts da in den Wald hinein auf der roten Markierung. Und da bleiben wir. So, aber was jetzt so ausschaut, da ist gar nicht aus, sondern da sind nur neue Wegweiser. Und das sind gemeinerweise alle von der anderen Seite zu lesen. Gauermannhütte über Wurzelsteig in ein Viertelstunden. Ne? Also, da hinauf über den Wurzelsteig. Es wird da oben das Gelände erlichtert und da sieht man dann tatsächlich was. Da sieht man dann in den Sonnenuntergang hinein. Sollen wir umgehen? Ja, geh um. Hervorragend! Eindrucksvoll, gell, was die Latschen überall halten. Ganz ruhig, gell? Keine Menschenseele, kein Verkehr, nichts hat man da. Also, ein paar hübsches Aussichtsplatz, bietet sich für kleine Rausnahmen. Weil es nämlich ungefähr auf der Halbscheid liegt von der ganzen Unternehmung. Wirklich ein magischer und stiller Ort, nutzt gar nichts. Da in alle Richtungen. Eine schöne Aussicht auf dieser Felskanzel da. Wir machen uns jetzt weiter auf nach einer kurzen Rast zum letzten Teil des Aufstiegs. Und schauen wir mal, vielleicht werden wir auch noch auf der Tabra-Höhle vorbeischauen.
gab es auch ein Bankerl, ja. Wir sind ja seit der letzten Rast ungefähr 3 Minuten unterwegs. Wir könnten eigentlich schon wieder, oder? Also wenn das Platzhaus da unten nicht zusagt, ein mindestens ebenso schönes Platzhaus, ein bisschen weiter oben mit einem Bankerl und einer Aussicht auf die Aussicht, die wir vorher gehabt haben, schon? Ja. Da sieht man. Ja, das sind schon ordentliche Mauern. Hm? Da möchte man gleich gar keinen Stesser kriegen. Ich kann gar nicht vermuten, gell, dass du in so einer schönen Gegend Miesenbach hast. Da sieht man sogar auf dem Parkplatz, wo wir unten stehen. Ja. Ja, dieser Gradanstieg hat da echt was. Ist nirgends schwierig, sondern einfach ein schönes alpines Steigen und immer wieder auch für so einen Nachmittag und Abend total günstig auf der Schattseite mit einer wunderschönen Lichtstimmung einen Abzweiger zur Tabla-Höhle in 10 Minuten. Na bitte. Kommst vom Wegweiser daher? Okay, na dann kommt raus bitte. Ja, unterhalb von der Felswand da, wenn man den richtigen Wegweiser gefunden hat zur Abzweiger, kommt man da von den Steigerl her, wo Israel da jetzt im Wald gerade nicht zu ahnen ist. Und es geht noch weiter in Richtung der Tabla-Höhle. Ziemlich mistige Steigerl zum Teil. Ja, schon. Wegweiser mit einem Pfeil und da steht Tabla-Höhle drauf. Ich nehme mal an, dass der nicht gefälscht ist. Da, Tabla-Höhle. Auf teils abenteuerlichen Steigern nähern wir uns dem Schlund. Das ist ein ordentliches Ding, gell? Ja. Da ist er ja. So, also da ist die Tabla-Höhle. Es ist jetzt mit unserer beschränkten Ausrüstung ein bisschen eine entrische Geschichte. Man kann da auf einem kleinen Pfad hinunter. Ja, ja, richtige Höhle. Muss man schon ein bisschen aufpassen da. Ist nämlich leider doch einigermaßen rutschig. Ja, ich würde jetzt dann empfehlen, dass du auch deine Stirnlampe nimmst, weil... Ja. Ist aber hübsch da. Sehr eindrucksvoll. Also dieser große Höhlenraum, da war es im Prinzip jedenfalls das, was für uns da leicht begehbar ist. Machen wir dann einen kleinen Rundgang. Eine Roomtour sozusagen. Ja, ist eh klar. Bin auch relativ weit herinnen. Aber da ist es eigentlich schon aus jetzt. Man sieht, dass es da wird es da nur ein bisschen weiter runter gehen. Und wird da bald ziemlich eng. Ja. Reste von Schiene. Versenterungen, also anscheinend wird ein Feuer gearbeitet zum Teil. Oh, geht dann noch ein Gang weiter. Und schließlich und endlich wird es da zu einem ganz engen Schluch. Ja, trotzdem spannend. Also sicher ein Besuch wert, wenn man da im Aufstieg noch die Kärnten hat oder im Abstieg nicht allzu spät dran ist. Das lohnt sich da. Wir haben da jetzt allerdings keinen Helm. Und von daher werden wir uns da wieder verschüssen. Ich nehme mal an, dass die ganze Größe des Höhlenraums nur akustisch gut erkennbar ist. Und dann schon anscheinend ein Feuer machen wollen. Na gut. Ist vielleicht nicht die gescheiterste Idee gewesen, so herin. Ah, sehr eindrucksvoll, oder? Ja. Ganz hübsche Höhle. Ja, naja, wenn du dich nicht sicher fühlst, ist besser, da bleibst du oben, das passt schon so. Es ist ja eine Frage von den Schuhwerkern so, ne? Ich habe Trailrunning-Schuhe an eigentlich nur, aber die haben ein relativ gutes Profil. Also wir folgen da dem deutlich sichtbaren Steig wieder nach oben. Zum Glück geht gut austreten. Je mehr Blätter man sieht, desto richtiger ist man beim Ausgang.
Aber da ist ja das Licht auch schon erkennbar. So, im Aufstieg, wo man sich beim Felsen anhalten kann, wo dann noch die letzten Pflänzchen sind. Gar nicht so blöd eigentlich. So, jetzt wo man das Tageslicht wieder hat, lohnt sich definitiv. Mit nicht allzu ängstlichen Kindern sicher auch ein Erlebnis. Ja, in der Höhle drinnen wird es vielleicht so 8 bis 10 Grad haben. Es ist natürlich ganz kurz auch noch mit einem Leiberl okay. Wer sich da ein bisschen länger drinnen aufhalten wollte, braucht natürlich schon Jackerl mit. Und wir machen uns jetzt auf dem abenteuerlichen Steiglein wieder auf den Rückweg. Damit wir heute doch noch einmal am Gipfel kommen. Hm? So, also das ist da das offizielle Steiglein zurück zu einem Wegweiser, der wieder am Hauptweg sich befindet. Ja, verbeuge dich. Ja, Rucksack steckt. Das ist natürlich mit so einem Trailrunning wie mal wie das hat, wesentlich besser. Ein bisschen abenteuerliches Steigen lohnt sich aber definitiv. Immer wieder einmal gibt der Anstieg so wunderbare Aussicht, fällt auch frei. Jetzt waren wir schon schön in der Abendsonne, auch wenn wir noch nicht beim Sonnenuntergang sind. Und auch schon fast am Gipfel. Da kommt jetzt nicht mehr allzu viel. Ja, es lohnt sich wirklich auch am Schluss noch, gell? Sehr cool da. Noch einmal ein herrlicher Aussichtspunkt, ja. Ganz kurz vor dem Gipfel. Da haben sie ein Bangel aufgezahlt, naja, oder sie haben es halt einfach gebracht. Es ist die gescheitere Rast, ja. Und da kann man schon erkennen, weiter als dort vorne ist nicht mehr, weil dort ist nämlich das Gipfelkreuz oben, ja. Ah, cool. Da ist diese Murztrom-Wand, wo wir vorher drunten gestanden sind. Ah, und in der Tabla Höhle drinnen gewesen sind. Da drinnen ist das, ja. Und da drüben ist der Aussichtspunkt vom Anfang, oder? Ja, wenn man da ist, hat man sich also eine schöne Aussicht auch schon verdient. Ne? Nichtsdestotrotz geht es da immer wieder mal noch an die allerhöchsten Grattürmchen im Wald vorbei. In einem überraschend sanften Gelände. Jede Menge kleiner Dreier ist da am Boden, schon lauter Herzchen. Ja. Herzig. Ich bin ja sehr verliebt in den Weg. Ja. Ist aber auch ein schöner Weg. Alles da, und wir nähern uns der Gauermannhütte. Was man da vorhin sieht, dieses bescheidene Gebäude, ist eine richtige Hütte. Wir nähern uns außerdem dem Gipfel des Plattensteins. Kenntlich gemacht durch dieses Kreuz da. Und damit haben die Mühen unseres Anstiegs hier ein Ende. Na schaut, dieses Gebäude da beinhaltet das sogenannte Notlager da oben. Über die Leiter erreichbar. Leiter aushängen, da vorne einhängen und da im Notlager hinein. Okay. Sommer wie Winter offen. Damit die 2 Stunden geschafft? Damit die 2 Stunden und 8 Minuten haben wir es geschafft, inklusive dem Abstecher zur Höhle. Da waren wir sehr brav schon. Und bis daher eine befahrbare Straße. Bergfrei vom Plattenstein. Habe ich schon erwähnt, dass es da umfassende Aussicht gibt. Da werden wir uns jetzt noch auf den höchsten Punkt begeben. Hier ist nämlich. Das Kreuz ist nicht der höchste Punkt, nein. Tatsächlich ist der höchste Punkt da, wo das Vermessungszeichen sich befindet. Ziemlich genau. Also genauer genommen ist der höchste Punkt dieser Felsen da. Was haben wir da? Schau, da haben wir den Schneeberg. Klosterwappen, hervorragend Wachsriegel. Dann weiter die Erhebung von Gans. Da hinten war dann schon der Wechsel. Hochwechsel.
Da hätten wir dann den Kuhschneeberg hinten anschließend. Da eine geht es nach hinten Auswald und auf am Ameisbichl und auf die Schneealpe. Da haben wir den Sonnleitstein, Glatzerter Kogel, da hinten müssen dann irgendwann einmal die Feitsch zum Segen sein. Puh, ja eh, und dann? Also das ganze Horizont, da wird es echt schwierig. Man kann definitiv sagen, also diese Tour als Abendtour, gell, die kann alles, oder? Da gibt es dann auch so einen auffallend bequemen Lehnstein. Ja, 17 Meter zu dir. Ich will eine Wurst anbieten. Danke. Das nehme ich doch sehr gern, die Wurst. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Sensationell, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Gell, das ist echt herrlich. Ja, das ist natürlich jetzt ein epischer Sonnenuntergang in einer ganz einer grandiosen Bergstimmung. Ja, diese letzten Sekunden Sonnenlicht, gell, das ist immer schon was ganz was Besonderes. Das ist schon was richtig cool. Wenn sich das nicht ausgeteilt hat für eine Abendtour, dann hat sie nichts mehr ausgeteilt, oder? Steh episch da. Recht hast. Okay, genug episch auch schon. Das ist eine geniale Stimmung, schau, wie es da das Licht einer druckt, mehr oder weniger. Das schaut echt so aus, als ob man da sozusagen den Berg von der anderen Seite vorschaut. Es ist nicht mehr nur Dunst, das schaut schon fast so aus wie herbstlicher Nebel. Da, schau. Da in Richtung vom Hochwechsel. Das schaut schon wirklich so aus wie Nebelfelder. Es war finster, aber leider noch nicht finster genug, um das so Licht machen. Die Wappel haben wir schon die ganze Zeit keine Sonne, aber mit Straßenbeleuchtung ist nichts. So, ja, schöner Schwenk am Abend noch einmal, bevor wir uns da jetzt auf den Weg machen. Ja, wir verlassen da diesen wunderschönen Platz wieder, in einer herrlichen Abstimmung noch einmal, und machen uns jetzt auf den Abstieg. Und den haben wir klassisch noch ein bisschen feiger gewählt als den Aufstieg, weil wir werden jetzt nämlich über den Forstweg absteigen und uns da die harmlosere Variante nehmen. Es wird auch schon ziemlich grab und von daher wollen wir nichts mehr riskieren. Wir haben da angeschrieben zum Ölerschutzhaus in 1,5 Stunden, zum Scheuchenstein. 1,5 Stunden Weidmannsfelder, haben wir zwar 31, na gut. Ja, verabschieden wir uns da von diesem schönen Kamm, oder? Also da möchte ich auf jeden Fall nur mehr. Ja, oh, da muss man da ein Foto bitte. Sehr cool, bitte mach ein schönes Foto. Mach jetzt ein schönes Foto. Ja, zweites Mal im Abstieg noch. In einer Schatten ganz wunderbar. Wir sind jetzt da bei dieser Abzweigung gewesen, da kommt man auch runter, theoretisch. Aber der Abstieg, der markierte, ist da vorne. Und wir werden uns auch auf den markierten Abstieg halten. Ja, da ist jetzt schon ordentlich finster, da werden wir mit Vorbeigeszene vermutlich nicht mehr allzu viel sehen. Ja, wer das jetzt Abendtour aus dem Wiener Raum heraus machen will, Anstieg zur Gauermannhütte in 2 Stunden haben wir jetzt eigentlich fast schon zusammengebracht, mit dem Abstecher zur Tablerhöhle, wo man doch ein bisschen wo wir dumm gestiefelt sind und ich außerdem ganz in der Höhle drinnen war. 2 Stunden, 10 Minuten mit Hause und allem drum und dran, das ist vielleicht okay. Kugel haben wir nicht, ne? Ja, Fahrzeit, naja, von der Wiener Stadtgrenze in etwa 45 Minuten. Ein bisschen mehr vielleicht im Abendverkehr. Das heißt also, wenn man jetzt im Sommer unterwegs ist, geht sich das nach der Arbeit eigentlich noch schön aus. Abstieg dann natürlich in der Dunkelheit bevorzugt mit einer Stirnlampe und vielleicht noch eine Sekundärlichtquelle ausgerüstet, nur für alle Fälle. Ist jetzt unkritisch, das ist da alles befahrbar und zur Not auf einer Forststraße absteigbar, also braucht sich auch niemand da verpflichten. Und eine wunderschöne Unternehmung, definitiv, die Bilder werden es hoffentlich gezeigt haben. Wenn man jetzt da runterkommt, hat man so Forststraßenquerung, wo es da wieder bergauf geht. Man wäre versucht, da gleich nach links hinunter, muss man aber nicht, denn der wirkliche Wanderweg geht da als Pfad auf einen ehemaligen Wegverlauf hinunter. Da drüben die Markierung zum Beweis. Ja. Brennnessel. Super, das ist belebend. Ganz viel belebt. Die Kamera ist vermutlich schon leicht überfordert, sieht aber da immer noch, dass wir jetzt wieder die Vorstraße da queren. Und nicht nur das, sondern ab da ist jetzt tatsächlich ein Vorweg auch. Ja, der Baum,
trägt mit Stolz die Markierung. Wir bleiben jetzt einfach die ganze Zeit über immer in der Richtung und auch auf der Vorstraße. Das heißt, die ganze Zeit ist gar nicht mehr so lang. Es sind nämlich da auf der Vorstraße nur ein paar hundert Meter, bis wir beim ersten Hälfte rauskommen. Der Anstieg ist eigentlich total alpin vom Charakter und sicher eine wunderschöne Variante, die wir da gewählt haben. Und der Abstieg von oben ist auch passend. Also ich glaube, das hat man schon ganz genauso richtig gemacht, wie sie jetzt hier oben die Vorstraßen nehmen können, wenn wir uns da im Abstieg zu unsicher gewesen waren oder vielleicht keine so gute Stirnlampen mitgehabt hätten. Je nachdem, wie man sich da fühlt. Sterne? Ja. Zumindest ein Stern. Ja, da sieht man ein bisschen, dass sich der Wald öffnet. Wenn man zum ersten Mal auf Wiesel hinaussicht. Wenn man diese Stelle erreicht hat, ist nicht mehr weit bis zur Aufzweigung zum Haselbauer. Die werden wir dann nehmen, damit wir nämlich nicht auf demselben Weg absteigen, wo wir jetzt raufkommen. Schalkenstein, ja genau, und da steht Fromberg. Na gut, Schalkenstein, oder? Ach, ist das jetzt da? Ja, zwei Sterne sich jetzt. Um 3, 4, 5, 6, 7, 8. So weit reicht meine Lampen noch. Ja, so, dann sieht man jetzt der so eine Gruppenhaltung im Offenstall. Pferde auch im Haselbauer. Ne? Also da beim Haselbauer schaut es momentan sehr finster aus. Und wir kehren da wieder nach links zurück. Und jetzt ist es überhaupt nicht mehr weit. Aha, ein Pferdtal gibt es da. So, ja, da im Abstieg haben wir also jetzt wieder den bekannten Wegweiser erreicht. Wir kommen jetzt genau von dort, wo die Gauermannhütte so prominent angeschrieben ist. Ja, Orientierung. Man sieht jetzt, die Kamera ist natürlich sauschlecht bei einem entsprechend schlechten Licht. Das menschliche Auge würde da eigentlich auch noch ohne der Stirnlampe auf der hellsten Stufe relativ gut zurechtkommen. Kamera sieht praktisch gar nichts mehr. Du bist gezeichnet von der Tour, gell? Ja. Ja, na gut. Ein Parkplatz. Gut. Ja, Parkplatz, da habe ich bitte. Nach dir. Kannst du mir das dann auch in die Hand geben, was du willst? Okay, ja, so. Ja, dann. Geh ich einmal. Der Parkplatz ist nahe. Und damit der Polide. Jetzt müssen wir noch irgendwie ein Tourfazit zusammenbringen. Wie machen wir das? Ja, das ist eine gute Frage. Wow, nette Geschichte. Oder? Ja, eine super Geschichte. Das ist für einen Rundausflug. 5 von 5 Sternen. Ja, das ist ja wirklich eine wunderschöne Abendunternehmung, auch wenn es jetzt schon komplett Nacht ist. Das war es jetzt von mir, von der Tour von Tiefenbach auf die Gauermannhütte. Und wer bist du? Das frage ich mich oft. Das ist eine höchst philosophische Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Gut. Kann man sich nicht oft nur stellen. Also ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sich ja auf einer anderen Tour. Du hast leicht lachen. Du musst ja dann kein Video schneiden. Ich muss wieder ausbauen aus dem Plätzchen und irgendwas machen. Ich wollte schon so schnell nicht kommen. Weißt du, was das sind? Das sind? Kabeln. Nein, nicht das. Die Baum da, das sind Eschen, oder? Nein, Silly Walk machen. Na, lieber nicht. Ich bin gut im Deppert reden, aber nicht im Deppert gehen. Epische Leute, gell? Episch auch nicht. Von welcher Firma hochkant? Nein. Das ist nämlich ein Hochkant. Der mit dem Hochkant mehr filmen kann. Jetzt. Da schaut es besonders gut aus. Das machen wir. Das Beste heute im Leben als ich. Ja, das gehört dazu. Ein bisschen verstehen ist wichtig. Das ist damit man weiß, dass man am Berg war. Schön Arsch ist auch Arsch. Sag irgendwas Ähnliches. Aber schnell, bevor das Sonne untergeht. Ja, fühlt sich ein, hast du nicht mehr. Mir fällt nichts Episches ein.